Grüß Gott, mein Name ist Anton Wintersteller. Ich war sehr lange in der Erzdiözese Salzburg tätig, zuletzt für Tourismusbildung zuständig und bin noch engagiert, ehrenamtlich im Europakloster. Wenn Sie pilgern gehen möchten, dann finden Sie heraus, was für Sie das Richtige ist. Das heißt, in kleinen Etappen anfangen mit einer Tages- oder Dreitagestour. Überlegen Sie, was brauchen Sie wirklich, in den Rucksack einpacken, versuchen, im Internet auch Tipps holen, dann Informationen, was gibt es an Kartenmaterial, und setzen Sie sich einfach kleine und dann größere Ziele, und Sie merken einfach, der Körper macht dann mit. Von Tag zu Tag kriegen Sie mehr Energie. Ja, das erste Lehrgeld war, dass ich mir ein zu großes Ziel gesetzt habe und ich musste am Jakobsweg nach wenigen Wochen umdrehen, was sehr schmerzlich war, weil mir die Achillessehne verletzt habe. Und ich konnte aber den Weg dann ein paar Jahre später weitermachen und habe das dann besser gemacht wie beim ersten Mal.